Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Heute soll es um diese Rüstung hier gehen und dieses Schwert, die grimmige Rüstung und das grimmige und das Schwert der Gottheit oder so heißt das, ne? Grimmige Gottheit Klinge und grimmige Gottheit Mütze, Panzer und Stiefel. Und das Gute ist, das erhöht die Angriffskraft. Eine sehr gute Rüstung und sehr wichtig zu wissen, wo es die gibt. Deswegen starten wir direkt rein. Wir müssen als allererstes an den Eis Askaldsee, der ist hier, am besten zum Kisinona-Schrein. Und dann hier, wo das Herz ist, einmal hinlaufen. Und dort quasi die Questreihe starten. Hier vorne sitzen nämlich diese beiden Kollegen, die sitzen normalerweise da an der Wand. Die müsst ihr ansprechen, dann startet die Questline. Dann müsst ihr dem Hund ganz, ganz viel Essen geben. Ich habe ihm irgendwie 12 Bananen oder so gegeben. Und irgendwann läuft er hier in die Höhle rein und zeigt euch eine ganz bestimmte Truhe, wo die Feuerstiefel drin sind. Kann ich mal gerade die Truhe zeigen, wenn ich schon mal hier bin. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Das ist diese Truhe hier gewesen. Okay, anscheinend ist die geöffnete Truhe weg. Auf jeden Fall ist die hier in dem Bereich. Jedenfalls der Hund zeigt euch genau die Truhe. Dann erscheint diese Flaschenpost hier. Und ihr bekommt die Feuerstiefel aus der Truhe. Dann kommen die zwei NPCs wieder an. Und dann startet eure Questline, sobald ihr das hier angesprochen habt. Die Questline heißt dann Ramdas Schatzgrimmige Gottheit. Und für den ersten Part der grimmigen Gottheit gehen wir hierhin zum Jahrtausendbaum, unterhalb von Hyrule, startet am besten hier von dem Schrein aus und lauft dann zum Baum hin. Das mache ich mal eben. Sobald ihr hier angekommen seid, gibt es hier so eine riesige Brücke. Die geht ihr rüber und dann in diesen Baum hinein. Einmal reinspringen und dann quasi direkt eine 180-Grad-Drehung machen. Und hier runter und dort rein. Hier sind dann normalerweise ein paar Ranken, die könnt ihr einfach mit Feuer kaputt machen oder mit einer scharfen Klinge. Dann gehen wir hier den Baum hoch. Ein bisschen rechts. Wenn ihr nicht so viel Energie habt, könnt ihr hier eine kurze Pause machen. Dann geht's weiter hier hoch. Hoch, 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 hoch. Hier wieder eine kurze Pause. Und weiter hoch. Dann hier den ganzen Weg entlang. Den ganzen Gang entlang und da vorne seht ihr schon, hier ist dann die erste Truhe mit dem ersten Kleidungsstück, müssten die Stiefel gewesen sein. Als nächstes müsst ihr ganz nach oben nach Akalla, hier zum Totenkopfteich, am besten hier den Kamtukisa-Schrein einmal ansteuern. Und da gibt es eine ganz große Säule, die ihr hoch müsst und ganz oben ist ein Loch, wo ihr reinspringen müsst. Da gibt es dann verschiedene Wege, wie ihr die am besten erklimmt. Entweder ihr seid ein richtig guter Bergsteiger, so wie ich, und klettert einfach hoch. Oder ihr lauft außen entrum am Kamm entlang und fliegt dann rüber. Aber ich mache es mir natürlich ganz einfach. Ich bin nämlich faul. Ich baue mir einfach einen schönen Zeppelin und fliege hoch. So habe ich das eben auch gemacht. Machen wir jetzt eben nochmal zusammen. Dafür ist die Bautomatik echt Gold wert. Zack, zack. Lass ich gar nichts anbrennen, das nehmen wir mal nicht, wenn nicht das kaputt geht. Und dann fliegen wir hier hoch. Und wenn ihr hier drüben angekommen seid, dann seht ihr schon, gibt es hier ein ganz tiefes Loch. Da müsst ihr auch keine Angst haben, unten ist Wasser. Können wir also einen richtig schönen Körper reinmachen. Dann hier lang. Jetzt wird es ein bisschen gefährlich, Leute. Also passt gut auf, hier sind ganz viele Gegner. Die könnt ihr entweder besiegen alle. Finde ich ein bisschen nervig. Oder er läuft einfach dran vorbei, so wie ich. Aber hier müsst ihr aufpassen. Hier ist nämlich ein Stahl-Onyx und so ein Moblin. Aber da oben seht ihr schon, ist dann die nächste Truhe. Da wollen wir hin. Zack, zack, zack. Hier ist die nächste Truhe. Und hier ist dann die Maske der grimmigen Gottheit drin. Und dann geht es zum letzten Punkt. Der ist auch gar nicht so weit weg. Hier bei den Ruinen der Akalla-Festung geht er am besten zum Domsu-Ino-Schrein. Dort müssen wir dann einmal in die Ruinen rein und dort ist dann auch das letzte Stück. Und wenn man alle drei Rüstungsteile hat, dann kann man sich auch noch das Schwert holen von der grimmigen Gottheit.
Die grimmige Gottheit Klinge hieß die, ja. Ihr müsst übrigens auch keine Angst haben, diese ganzen Sonderwaffen wie der Bumerang oder die grimmige Gottheit Klinge und noch ein paar andere. Wenn die kaputt gehen, könnt ihr die für ihr Licht wieder kaufen. So, ihr folgt mir natürlich, ne? Hier rüber, hier drunter, hier rein, hier runter. Und dort habt ihr dann den letzten Part. Und wenn ihr alle drei Parts habt, dann zieht ihr die an, geht wieder zum Beginn der Questline. Die war hier direkt nebenan. Könnte man sogar eigentlich rüberfliegen, egal, wir porten. Und wieder in die Höhle rein, wo ihr am Anfang wart. Und in der Höhle öffnet sich dann eine Tür. Und durch diese Tür durch kriegt ihr dann das Schwert. Und danach könnt ihr die beiden Dudes draußen nochmal ansprechen. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Das mache ich gleich mit euch zusammen noch. Aber erst zeige ich euch, wo das Schwert ist. Aber ich meine, ihr müsst einfach nur wieder in die Höhle rein. Dann kommt eine kleine Cutscene. Und dann seht ihr das schon. Ich zeige euch das trotzdem nochmal eben. Hier rein. Und öffnet sich diese Tür hier. Und dort findet er dann das Schwert Grimmige Gottheit Klinge. 38 Stärke ist übrigens auch richtig krass, vor allen Dingen, weil ihr es noch fusen könnt. Wenn ihr das mit einem 30er Leunenhorn oder so macht, oder einem Giga Zahn, da hat das Ding 70, 80 Stärke locker. Richtig krass. Und jetzt sprechen wir nochmal eben hier die beiden Dudes an. Die haben nämlich hier noch ein Ausrufezeichen. Schatzsucher. Ob es noch mehr Schätze gibt? Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst ein Follow auf dem Kanal da. Würde mich extrem über ein Like auf dem Video freuen. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.